Herzlich willkommen im Log Inventory 7 Management Center. In diesem Video werde ich Ihnen die grundlegende Bedienung näher bringen. Nach dem Start des Log Inventory Management Centers können Sie direkt erkennen, dass die Ansicht in drei Bereiche aufgeteilt wurde. Prinzipiell ist die Darstellung und Bedienung an den Windows Explorer angelehnt. Im linken Bereich der Anzeige befindet sich die Baumansicht, mit der Navigationsaufgaben erledigt werden können. Im rechten Bereich ist die Ergebnisansicht zu finden. Das Ribbon-Menü passt sich dabei stets an die Auswahl in der Baum- und Ergebnisansicht an und bietet beispielsweise die Möglichkeit, verschiedene Ansichten auszuwählen, Eigenschaften zu bearbeiten, Berichte auszugeben oder Knoten zu bearbeiten. Mit den Vor- und Zurücktasten auf der Oberseite des Log Inventory-Fensters kann dabei stets zur vorherigen Ansicht zurückgesprungen werden. Mittels der Steuerung-Taste und der Umschalttaste können wie gewohnt mehrere Einträge angewählt werden und die Optionen aus dem Ribbon-Menü auf diese angewandt werden. Außerdem besteht stets die Möglichkeit, die aktuelle Ansicht der Ergebnisanzeige unter Beachtung der Filter- und Ansichtseinstellungen zu drucken. Dabei stehen auch diverse Exportformate zur Verfügung. Durch einen Klick auf das Pfeilsymbol links neben einem Knoten werden die Unterknoten angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass nur die untergeordneten Knoten angezeigt werden, falls deren Anzahl unterhalb eines Grenzwertes liegt und für den Knoten in den Knoteneigenschaften eingestellt wurde, dass die dynamischen Knoten angezeigt werden. Dieser Grenzwert ist standardmäßig auf den Wert 50 eingestellt. Deshalb werden bei meiner Datenbank, in der sich 60 Assets befinden, die Assets nicht unterhalb des Assets-Knoten angezeigt. Wenn ich den Grenzwert nun in den allgemeinen Einstellungen auf 100 ändere und den Baum neu lade, können die Assets ausgeklappt werden. Diese Einstellmöglichkeit ist wichtig, um in der Baumstruktur die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Somit wird beispielsweise verhindert, dass ich alle installierten Hotfixes aus Versehen ausklappe. In meiner Datenbank sind es über 4500. Zu beachten ist, dass dieser Grenzwert nur dynamisch generierte Knoten betrifft, die durch ihre leicht ausgeblendeten Icons erkannt werden können. Ordnerstrukturen sind deswegen vom Grenzwert nicht betroffen. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Ergebnisanzeige öffnen sich die Details. In diesem Fall kann ich sehen, auf welchen Devices der Hotfix installiert ist. Außerdem hat sich ein dynamisch generierter Datenknoten unterhalb der Hotfixes angelegt. Mittels Doppelklick öffne ich die Details für eines dieser Devices und kann beispielsweise einsehen, welche Softwarepakete dort installiert sind. Um herauszufinden, auf welchen Geräten ein Softwarepaket ebenfalls vorhanden ist, klicke ich doppelt auf ein Paket. Dieses Konzept findet sich im Log Inventory Management Center an vielen Stellen wieder. Mit Hilfe der dynamisch generierten Knoten kann zu den vorherigen Ergebnisanzeigen gesprungen werden. Um dynamisch generierte Knoten in der Baumstruktur wieder verschwinden zu lassen, kann ich den entsprechenden Teil des Baumes neu laden. Mit den Widgets ist es möglich, zusätzliche Informationen einzublenden oder diese gegebenenfalls zu bearbeiten. Die Widgets können frei auf dem Desktop positioniert werden und an verschiedenen Stellen des Fensters angedockt werden. Nun werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Ansicht anpassen und gewünschte Daten herausfiltern können. Dazu passe ich per Drag and Drop die Spaltenreihenfolge nach meinen Wünschen an. Bei Bedarf kann ich auch Spalten, die mich nicht interessieren, löschen, indem ich sie mit gedrückter linker Maustaste nach oben führe, bis das schwarze Kreuz erscheint und dann loslasse. Durch einen Klick auf einen Spaltennamen werden die Ergebnisse wie gewohnt alphabetisch nach dieser Spalte sortiert. Außerdem kann ich durch einen Klick auf das Filtersymbol am rechten oberen Rand einer Spalte einen Filter aktivieren. So sehe ich in diesem Beispiel nur die Assets, die den ausgewählten Domains angehören.
Wenn ich nun noch ein bestimmtes Device suche, kann ich dessen Anfangsbuchstaben einfach in die Tastatur eintippen, nachdem ich die entsprechende Spalte angewählt habe. Oder ich filtere die Ergebnisliste weiter und tippe in der Suchleiste unterhalb des Spaltennamens die gewünschte Buchstabenkombination ein. Wie Sie wahrscheinlich bereits bemerkt haben, erscheint in eckigen Klammern der Hinweis gefiltert, sobald ich die Ergebnisliste eingeschränkt habe. Außerdem stehen in der unteren Zeile alle von mir eingegebenen Filterbedingungen. Wenn ich auf Filter bearbeiten gehe, stehen mir zusätzliche Filteroptionen zur Verfügung und mehrere Filterkriterien können miteinander verknüpft werden. Um wieder zur ungefilterten Liste von Assets zu kommen, kann ich auf Änderungen verwerfen klicken und alle Filterbedingungen und Änderungen sind verschwunden und auch gelöschte Spalten wiederhergestellt. Außerdem gibt es noch die sehr nützliche Möglichkeit, nach Spalten zu gruppieren, indem diese in den Bereich über die Spaltennamen gezogen werden. So kann ich beispielsweise schnell Devices finden, die einer bestimmten Domain angehören. Um die Gruppierung rückgängig zu machen, kann ich den Spaltennamen wieder an eine Position zwischen den anderen Spaltennamen ziehen oder abermals die Änderung verwerfen. Mehr Informationen und detaillierte Erläuterungen zur Bedienung des Log Inventory Management Centers können Sie dem Benutzerhandbuch sowie weiteren Videos entnehmen.